Wer zum Teufel ist das? So, ja, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 2. Und diesmal muss ich echt mal appellieren an die Entwickler. Sie haben sich echt was Neues einfallen lassen. Hey, haben mal nicht von den bekannten Mafia-Filmen geklaut und was weiß ich noch alles. Und diesmal weckt uns nicht das Telefon auf. Nein, hey, Überraschung, es klingelt an der Tür. Das nenne ich innovativ und das nenne ich kreativ. Entwickler, ihr habt meinen Respekt und ich gehe jetzt einfach so an die Tür. Nein, ich darf nicht so an die Tür gehen, weil das ja auch nicht realistisch wäre. Wer macht schon im Boxershort die Türe auf? Also ziehen wir uns erstmal um. So. Hey, Vito. Lang nicht gesehen. Stimmt. Lange her. Was willst du, Henry? Was trinken. Nehmen wir mein Auto. Vito, das würde ich nicht tun, weil Henry hat für die Clementi-Familie gearbeitet, glaube ich, und den Boss haben wir erst umgelegt. Aber hey, wir nehmen ja sein Auto und ich darf natürlich auch fahren. Ja, dass Clementi tot ist, weißt du wohl, wie alle anderen auch. Hör mal, Vito, ich weiß, dass Falcone was damit zu tun hat. Und ich mache mir Sorgen, dass er den Rest der Familie auch auslöschen will. Und was geht mich das an? Naja, also, du wurdest doch eingebuchtet. Tut mir leid, was dir Clementi angetan hat. Aber er hat gekriegt, was er verdient hat, oder? Der alte Drecksack ist mir doch scheißegal. Ich könnte mir auch vorstellen, für Falcone zu arbeiten. Heißt das, du willst bei uns einsteigen? Ja, und da du für ihn arbeitest, dachte ich, dass du... Könntest du vielleicht ein gutes Wort für mich einlegen? Ja, sicher. Joe und ich können für dich bürgen. Danke, Vito. Hast was gut bei mir. So, okay. Jetzt hat er und? Mir... Wie läuft's so? Bevor mein halber Bekanntenkreis umgelegt wurde oder danach? Diese Geschichte in dem Hotel, darüber weißt du nicht zufällig was. Keine Ahnung, wovon du redest. Komisch. Ein Kumpel von Joe wurde damals auf dem Parkplatz kalt gemacht. Und da habe ich mir gedacht, ihr zwei wärt mit von der Partie. Ein Kumpel von Joe? Wen meinst du denn? Du weißt schon, der blöde Arsch, der ständig mit Joe bei Freddy war. Wie hieß der nochmal? Mikey, Mickey, ach, scheiß drauf, irgendwie so. Du meinst Marty? Ja, ja, so hieß die kleine Ratte. Hatte eine Stimme wie Minnie Maus. Ach ja, davon habe ich gehört. Und du warst damals bestimmt nicht dabei? Ganz sicher nicht? Sagen wir es mal so. Ich und Joe waren damals unterwegs, was für unseren Boss erledigen. Mehr sage ich dazu nicht. Weißt du was? Ist sowieso egal. Aber tu mir einen Gefallen, ja? Sicher. Leg dir nächstens eine bessere Tarnung zu als den peinlichen falschen Bart. Ihr zwei Idioten wart meilenweit zu erkennen. Mann, könnten wir nicht ein andermal darüber reden? Oder am besten gar nicht mehr? Ja, schwamm drüber. Hast nur deine Arbeit gemacht. Also er weiß, dass wir das... Hast du auch manchmal das Gefühl, dass du in einer anderen Branche besser aufgehoben wärst? Ehrlich gesagt, nicht wirklich. Dies hier ist mein Leben. Das ist, was ich kann. Ja, und ich vermute, es bringt ein bisschen mehr Geld als Taxifahren. Ich hatte überlegt, nach dem Hoteljob die Stadt zu verlassen. Aber wo soll ich hin? Was soll ich machen? Deshalb bin ich zu dir gekommen. Ich war deine letzte Hoffnung, wie? Danke. Hey, nur mal so, wieso kommst du zu mir und nicht zu Joe? Sieh mal, Joe ist zuverlässig, aber ich möchte nicht unbedingt, dass er mich vertritt. Du verstehst? Ja, da kann ich dir nicht widersprechen. So, okay, wo fahren wir jetzt eigentlich hin? Weil er hat uns alles gesagt, was er loswerden wollte. Er hat uns damals im Hotel erkannt. Okay, ist ja schön. Und er will bei Falcone arbeiten, so wie wir, und wir sollen für ihn bürgen. Und was soll jetzt noch passieren? War das das Kapitel jetzt? Sind den Entwicklern die Ideen ausgegangen, oder? Hat es keine Mafia-Filme mehr gegeben zum Clown? Also zum Storymäßig was abziehen und so. Aber egal. Trotzdem tolles Spiel. So, da wären wir. Du kriegst ja Strafzettel, ist ja dein Auto. Und ab geht's hier. Wenn ich jetzt. Hey. Hey, Vito. Hast du meine Kohle? Ich halte immer mein Wort, oder? Hier, gib nicht alles auf einmal aus. Danke. Wo ist Joe? War eben noch hier, ist gerade raus, wirkte ziemlich angepisst. Das hat er wohl häufiger in letzter Zeit. Ach, ist das ein Wunder? Hör mal, ich muss was mit dir besprechen.
Nur wenn's wichtig ist. Mich hält im Moment Vinci auf Trab. Er führt irgendwas gegen uns im Schilde und keiner weiß was oder wieso. Ich muss das rauskriegen. Hör mir trotzdem erstmal zu. Okay, schieß los, aber mach's kurz. Ein ehemaliger Clementi-Mann hat mich kontaktiert. Er will wissen, ob wir den Rest von Clementis Männern auch noch ausschalten wollen. Das ist gut. Soweit ich weiß, hat der Boss im Moment nichts in der Richtung vor. Es sei denn, sie machen irgendwelche Dummheiten. Er hat mich außerdem gefragt, ob er für uns arbeiten kann. Ja? Wer ist der? Ein Freund von dir oder was? Wir haben ein paar Jobs zusammen erledigt. Er versteht sein Handwerk. Okay, okay. Er soll mal vorbeikommen. Tja, er wäre gerade hier. Tatsächlich. Na gut, bring ihn her. Eddie, Henry Tomasino. Henry, das ist Eddie Scarpa. Sehr erfreut, Mr. Scarpa. Sag nicht Mr. Scarpa, meine Freunde nennen mich Eddie. Komm, setz dich, Henry. Also, Vito sagt, du würdest gern für uns arbeiten. Ja, ich habe gerade nichts zu tun. Und was früher mal war, ist Schnee von gestern. Eine kluge Einstellung. Aber zuerst mal, Henry. Hacken Clementi und Vinci etwas gegen unsere Familie aus? Okay. Normalerweise halte ich mich bei sowas hier raus. Aber ich war mal mit Luca Guarino bei Leo Galanti. Und Luca erzählte dauernd, Falcone wäre in irgendwelche krummen Geschäfte verwickelt und dass man etwas dagegen tun sollte. Ich schätze, er wollte Vinci gegen euch aufhetzen. Diese Drecksau. Der dealt doch garantiert selbst, aber schimpft trotzdem dauernd über Drogen. Er weiß genau, dass Vinci was dagegen hat. Wahrscheinlich hat er den Alten eingeseift. Aus diesem Grund will er uns jetzt ans Leder. Wir müssen ihm zuvorkommen. Wieder mal? Hey, wenn wir nicht handeln, handelt Frank. Aber erstmal müssen wir Galanti beseitigen. Ohne den ist Frank erledigt. Leo? Ich wollte dich da raushalten, aber mir fiel sonst keiner ein, der so eine Nummer durchziehen kann. Jetzt würde ich sagen, das wäre doch die perfekte Gelegenheit für Henry mal zu zeigen, was er drauf hat. Was sagst du dazu, Henry? Machst du das? Wenn das heißt, dass ich dann dabei bin, klar. Einverstanden. Beseitige Leo. Und was ist mit dir, Vito? Ich würde mich wohler fühlen, wenn du Henry begleiten würdest, damit alles glatt läuft. Heißt ja nicht, dass du selbst Hand anlegen musst. Fahr einfach hin, warte, bis alles erledigt ist und fahr zurück. Aber falls das ein Problem für dich ist, frage ich gern jemand anderen. Was meinst du? Tut mir leid, Eddie, ich kann das nicht. Leo war im Knast wie ein Vater zu mir. Ja, ich verstehe. Da musst du wohl auf Vito verzichten, Henry. Hol dir Hilfe, wenn du willst, aber es darf auf keinen Fall auch nur der kleinste Verdacht auf uns fallen. Leo wohnt in Highbrook. Keine Sorge, wird heute noch erledigt. Okay, dann mach dich auf die Socken. Bis später, Eddie. Gut, dass du den hergebracht hast. Selbst wenn das vermasselt wird, keiner uns verdächtigen. Ich glaube nicht, dass Henry es vermasselt. Umso besser. Tja, Vito, sonst habe ich heute nichts für dich, aber komm morgen wieder, okay? Ja, bis dann, Eddie. Bis dann. Tut mir leid. So, ich weiß jetzt nicht genau, was das Spiel hier vorhat. Ja, wir sehen schon oben links, warne Leo. Tja. Tja. Da ist ein Auto, gut. Ich wollte gerade sagen, jetzt sind wir natürlich nicht mit unserem Auto hier, sondern sind mit Henrys Auto gefahren. So, aber das ist hier ein kleiner Flitzer, oder wie sehe ich das? Da müssen wir ziemlich schnell bei Leo sein, aber das ist ja auch egal, weil wir eh Tempobegrenzer anhaben. Und diese Musik im Hintergrund, Musik im Hintergrund, das ist natürlich, ey, die baut Stimmung auf, ne? Oh, hier kriege ich richtig Gänsehaut bei der Musik. Naja, ich glaube, wir machen mal Tempobegrenzer ein bisschen aus, dass wir hier mal ein bisschen schneller vorankommen. So, die Kurve nehmen wir ganz galant. Und jetzt fahren wir zu Leo Galante. Aha, 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 das war nicht lustig. Nee, war's auch nicht. Und ich habe einen Frosch im Hals. Kurze Pause. So, der Frosch hat sich verzogen und das Wetter wird auch besser. Keine Ahnung, ob das Sinn ergeben soll. Das soll eigentlich keinen Sinn ergeben. Ist auch egal. Wir sind ziemlich schnell unterwegs. Das sind die Bullen, das sind die Bullen, das sind die Bullen. Okay, gerade noch abgebremst. Wir haben rechts eine Stoppuhr, die habe ich ja gar nicht gesehen. Habe ich voll übersehen. Gut, dann müssen wir uns beeilen. Und Leo warnen. Ich weiß jetzt echt nicht, was Vito hier vorhat. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Will er dann gegen Falcone vorgehen oder... Ach, keine Ahnung. Naja,
Was soll's? Hier sind die Bullen, ich kann wieder nicht Vollstoff geben. Aber ich überhole rechts. Ist auch erlaubt, natürlich, natürlich. Ah, wie weit ist es denn? Nicht mehr weit, gut. So. Ist das eigentlich die erste Mission, die wir ohne Joe machen? Ist Joe mal nicht dabei? Wir hatten schon mal eine Mission ohne Joe. Ah, ich weiß es aber nicht mehr. Nicht mehr sicher. Oh, ist schon so lange her. Ich habe das Spiel letztens erst vor 2 Jahren gezockt und deswegen... Ach, Quatsch. Ist auch nicht. Im Knast war Joe auf jeden Fall nicht dabei. Und wo wir das Auto geklaut haben von den Rußköpfen, war Joe auch nicht dabei. Und hier ist der Eingang zu Leo Galantis Haus. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder, du Vorstadt-Oma? Ey, komm. Leo, ich bin hier. Mission gescheitert. Wow! Weil die Vorstadtmutter mich abgedrängt hat und dann ich... Okay, nochmal. Nochmal. Hilft nichts, warne Leo. Wir machen einen kleinen Schnitt, bis ich da bin, weil sonst... Ja, ciao. Tschüss und so. Weil sonst dauert das viel zu lange. Hier, komm. Ich drück E. Jetzt. So, also kurzer Schnitt.